willkommen zurück auf meinem Channel. Wenn ihr heute das erste Mal einschaltet, ich bin die Sia und ich teste heute den Revlon One Step Hair Dryer. Ich habe schon vieles Positives über den Revlon gehört bzw. auf YouTube gesehen, dass es sehr, sehr starke Locken super schnell und einfach glätten soll. Und dass es natürlich viel, viel schonender ist als jetzt normales Glatteisen oder halt seine Haare glatt zu föhnen. Deshalb habe ich mir das Produkt angeschafft, um es auch selber wirklich zu testen und zu gucken, ob es auch wirklich meine starke afrikanische Locken bändigen kann. Aktuell, ja, föhne ich meine Haare glatt und glätte sie dann halt mit dem Glatteisen. Und um ehrlich zu sein, bin ich es leid, meine Haare damit kaputt zu machen. Vielleicht jetzt noch kurz zum Revlon selbst. Der Revlon kostet ungefähr 50 Euro, was ein sehr, sehr akzeptabler Preis ist, meiner Meinung nach. Ihr bekommt aber wirklich nur den Revlon, also da sind keine zusätzlichen Köpfe oder sonstiges, sondern wirklich ist nur der Revlon. Das Produkt, muss ich auch ehrlich sagen, sieht sehr massiv aus, also sehr, sehr schwer. Bis jetzt ist es aber sehr, sehr angenehm zu halten und ich hoffe auch, dass es während meines Tests auch dann auch wirklich so bleibt, dass es noch angenehm ist zu halten, weil ansonsten ist es halt nicht ganz gut. Vielleicht noch eine kurze Side-Info zum Revlon. Der Hersteller verspricht auch, dass man mit dem Produkt die Hälfte von seiner normalen Haarroutinenzeit benötigt. Sprich, ich brauche jetzt normalerweise 45 Minuten für mein Haarstyling. Mit dem Revlon bräuchte ich dann ca. 22,5, also 23 Minuten runden wir mal auf. Ich bin natürlich gespannt, ob das auch wirklich stimmt. Werde gleich natürlich auch die Zeit damit stoppen. Bevor ich das Produkt austeste, packe ich mir dann noch ein paar, Styling-Produkte rein. Unter anderem benutze ich den Bronze Smoother von Olaplex. Super tolles Produkt, das macht die Haare sehr geschmeidig und sehr, sehr weich. Also kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Und dann benutze ich noch natürlich ein Hitzespray von Schwarzkopf, was auch sehr gut ist und auch nicht so teuer ist. Ich werde definitiv beide Produkte unten in meinem Video verlinken. Dann lasst uns keine Zeit verschwenden und mit dem Test starten. Dass ich ca. 25 Minuten gebraucht habe statt 23 Minuten. Okay, ich denke mal, es lag eventuell daran, dass ich noch zwischendurch meine Haare kämmen musste. Da hätte ich das nicht gemacht, dann hätte mir der Revlon bestimmt einige mehr Haare ausgereißt, als es schon getan hat. Ich würde, glaube ich, jetzt gleich noch kurz ein Serum verwenden, und zwar das von Giovanni. Super tolles Serum. Nach dem Stylen benutze ich das eigentlich immer, wenn da was rauskommt. Ja, ja. Nicht zu viel, weil das schmiert sonst. Voilà. Vielleicht jetzt kurz zum Resultat. Die Haare sehen eigentlich ganz schön aus, also ganz geschmeidig. Sind jetzt allerdings nicht so extrem glatt, wie ich es mir erhofft habe. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Die fliegen halt noch ein bisschen hier unten rum. Vielleicht hätte ich länger draufbleiben müssen an einer Stelle, aber nach einer Zeit war mir das Gerät doch ein bisschen zu heiß auf den Kopf und habe es halt ein bisschen beschleunigt. Hier sieht man das vielleicht auch ganz gut, ja, dass die Haare hier unten nicht ganz gut geglättet worden sind. Ist ein bisschen blöd. Aber im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, dass mir sonst das Resultat eigentlich ganz gut gefällt. Und ich meine, für 50 Euro, ganz ehrlich, da kann man nicht meckern. Das ist echt ein cooles Produkt, definitiv. War auch nicht zu schwer in den Armen. Also in der Tat, das tat mir immer noch nicht weh. Also war sehr angenehm. Worauf man halt nur aufpassen muss, wenn man den Revlon benutzt, ist, dass man hier oben das am besten nicht anpackt oder hier an der Seite, weil das heizt sich im Laufe der Zeit auf. Also würde ich da ein bisschen vorsichtig sein.
Aber ansonsten an sich finde ich das Produkt eigentlich ganz gut. Also wenn die Haare jetzt auch so bleiben, dann bin ich natürlich zufrieden. Von der Zeit her habe ich jetzt auch einiges gespart, also über 15 Minuten jetzt, also gut, ca. 20 Minuten sogar. Und ich muss sagen, das Resultat gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ja, kann man eigentlich echt nicht viel sagen. Also ein Top-Reveling definitiv. Was mir allerdings am Reveling nicht gefällt, und da könnte man vielleicht das Produkt noch ein bisschen verbessern. Also wenn jemand von Reveling zuschaut, dann hört jetzt genau zu. Und zwar habe ich einige Sorge, wie ich das Gerät später sauber machen soll. Also wie ihr sehen könnt, sind hier einige Haare von mir aufgesaugt worden. Und ich denke mal, das Saubermachen wird gleich keinen Spaß machen. Also das ist definitiv ein Manko, weil man kann den Aufsatz halt nicht abnehmen und das dann irgendwie waschen. Und ich habe da ein bisschen Sorge, dass ich da gleich Probleme habe, ja, den Reveling sauber zu bekommen, um es den nächsten Mal nochmal zu benutzen zu können. Im Großen und Ganzen, Leute, gutes Produkt. Also ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Wie gesagt, halt ein bisschen Glätter hätte ich mir jetzt gewünscht, definitiv. Ich finde es auch ganz cool, dass Revlon auch teilweise ein bisschen Wellen reingepackt hat, also wie man es hier sehen kann. Weil dann sieht es halt nicht so platt aus, so nach nix einfach. Ja, im Großen und Ganzen kann ich das Produkt definitiv weiterempfehlen. 50 Euro, das tut auf jeden Fall nicht weh. Und ich denke mal an sich, ist es auch von der Hitzestufe auch nicht zu heiß, so wie beim Glatteisen. Also definitiv noch ein weiterer Pluspunkt für den Revlon. Und ich kann es echt nur gerne weiterempfehlen an die Leute, die wirklich krause Haare haben, starke Locken haben wie ich. Da hilft das Produkt definitiv. Also klar, es ist kein perfektes Resultat, aber man kann damit arbeiten. Ja, meine Lieben, das war es auch schon von mir für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn es so ist, dann wisst ihr genau, was ihr zu tun habt. Thumbs up, like mein Video, abonniert meinen Channel und zeigt das Video gerne weiter an die Leute, die gerade kurz davor stehen, sich eventuell ein Revlon zu kaufen oder genau ein anderes Produkt für ihre Haare brauchen. Wenn ich genau wissen, welches Produkt gut ist, dann zeigt ihnen gerne das Video. Ich wünsche euch noch allen einen wunderschönen Tag und bis bald. Ciao!